Während die Römer und Mayas direkt vor der Haustür eines völlig neuen Gegners gegeneinander kämpfen, sind die Wikinger angepisst, weil das dunkle Volk das Gebiet um das Grab eines Kriegshelden im Zentrum der Karte befallen hat. Unsere Aufgabe ist es daher, dieses Gebiet zu erreichen und wieder zu begrünen. Das Gebirge bei unserer Siedlung enthält Kohle, Eisen und Stein. Im Südwesten findet ihr Eisen und eine Goldader, im Norden gibt es zusätzliche Kohle sowie Stein. Alle anderen Gebirge auf der Karte enthalten keine Rohstoffe. Diese Karte ist nicht besonders schwer, kann sich aber etwas in die Länge ziehen, da uns am Anfang sowohl Nahrung als auch Werkzeuge fehlen. Neben einer starken Holzproduktion, für die wir glücklicherweise bereits mit 3 Sägen starten, ist daher eine Werkzeugschmiede oberste Priorität. Letztendlich solltet ihr 2 Werkzeugschmieden haben, da wir viele Schaufeln brauchen werden. Zusätzlich hatte ich 2 Eisenschmelzen, eine Waffenschmiede und 2 Goldschmelzen, damit ich viele Level 3 Soldaten produzieren konnte. Da das dunkle Volk keine Türme besitzt, sollte der Großteil eurer Armee aus Bogenschützen bestehen. Wenn ihr zu viel Holz habt, kann sich der Bau einiger Köhlereien lohnen, um überschüssiges Holz in Holzkohle zu verwandeln. Diese verhält sich genau wie Kohle und lässt sich anders als in Minecraft sogar mit normaler Kohle stapeln, aber nicht im Löffel pressen. Man kann eben nicht alles haben. Außerdem baue ich gerne vorsorglich eine Mana-Produktion. Da meine Waffenproduktion nicht mit meiner Goldproduktion mithalten konnte, lagen auch oft viele Goldbarren herum. Wenn eure Kampfkraft unter 100% liegt, lohnt es sich, ein paar Zierobjekte zu bauen. Grundsätzlich gibt das Skript kein Angriffsverhalten vor, und auf Normal wurde ich nicht vom dunklen Volk bedroht. Allerdings gibt es auch kein Soldatenlimit für das dunkle Volk. Im Nachhinein habe ich aber festgestellt, dass das dunkle Volk große Truppenverbände sinnlos an den Küsten stehen ließ. Mit Level 3 Soldaten und einer hohen Kampfmoral müsst ihr euch auch von einer zahlenmäßig überlegenen Streitmacht nicht einschüchtern lassen. Bevor ich angreife, sichere ich gerne den südöstlichen Übergang mit einigen Türmen. Das ist aber grundsätzlich nicht nötig. Gruppiert eure Soldaten und Gärtner so, dass ihr sie gut befehligen könnt und haltet euch an der südlichen Küste, bis ihr südlich von der Grabstätte seid. Sobald eure Gärtner dort angekommen sind, droht ihnen in erster Linie von Osten aus Gefahr, da sich der dunkle Tempel dort befindet. Beschützt eure Gärtner so lange, bis sich im Bereich um die Grabstätte kein dunkles Land mehr befindet, dann habt ihr bald gewonnen.